Heute haben Lucy von der Generation Y und Emily von der Generation Z ein Feedback-Gespräch mit ihrem Chef. Beide bekommen Rückmeldung über die Bearbeitung ihrer Aufgaben. Während Lucy mit ihrem Feedback-Gespräch zufrieden ist, ist Emily ihre Unzufriedenheit anzusehen. Na, wie war dein Feedback? Ja, grundsätzlich bin ich eigentlich schon zufrieden. Also er hat zwar ein paar Sachen bemängelt, beispielsweise sollte ich kundenorientierter arbeiten und mich mehr im Team einbringen, aber im Großen und Ganzen war das Feedback sehr positiv, von daher passt es so für mich. Okay, also du bist trotzdem zufrieden, obwohl er Sachen bemängelt hat? Ja, was heißt bemängelt? Es gibt ja immer Sachen, die du verbessern kannst, das geht ja jedem so. Und solange es im Großen und Ganzen trotzdem gut war und ich gut abgeschnitten habe, passt es ja. Ja. Okay, dann fiel meine Beurteilung so ähnlich aus. Also ich wurde in zwei Bereichen kritisiert. Ich soll meine Flexibilität und Kritikfähigkeit ausbauen. Aber ich bin eigentlich gar nicht zufrieden damit. Ich kämpfe hier schon fast verbissen drum, dass ich irgendwie mein Feedback mit einzelnen Sternchen erreiche. Aber irgendwie bringt das ja auch nichts. Also ich weiß ja auch nicht, was mein Chef will. Ach Emily, du darfst dich nicht direkt angegriffen fühlen. Nur weil du nicht überall mit sehr gut bewertet worden bist, heißt es ja nicht, dass deine Arbeit schlecht ist. Ich zum Beispiel will das ehrlichste Feedback, was ich haben kann, weil nur so kann ich ja meine Leistungen optimieren und meine Karriere vorantreiben. Ja, prinzipiell gebe ich dir da auch recht, aber er hat mich jetzt anhand der letzten Aufgabe beurteilt und kritisiert, ich müsse doch noch flexibler sein in der Zusammenarbeit mit den Kunden. Aber wie soll das denn gehen? Das hat er nie zu mir gesagt. Und um so flexibel sein zu können, brauche ich einen anderen Arbeitsvertrag. Ich bin hier nur 40 Stunden die Woche und danach war es das. Dann gehe ich nach Hause. Wie soll ich dann noch flexibler sein? Also ich bin der Meinung, wir hätten beide durchweg positives Feedback verdient. Ohne Mängel. Ja, aber du darfst dir das nicht so zu Herzen nehmen. Ich meine, es ist ja auch für dich persönlich besser, wenn du Sachen weißt, die du verbessern kannst und nur so kannst du dich ja im Endeffekt vom Wettbewerb abheben. Ja, du Lucy, das ist mir im Endeffekt jetzt auch egal. Also wenn ich so unverständlich beurteilt werde, dann lösche ich das schon ziemlich schnell aus meinem Gedächtnis raus. Dann hätte der Chef halt einfach die Aufgaben besser verteilen müssen. Ja, anscheinend haben wir ziemlich verschiedene Ansichten, was Feedbackgespräche angeht. Also ich finde nicht, dass du das direkt aus deinem Gedächtnis löschen musst oder dein Feedbackgespräch verdrängen musst, nur weil es ein bisschen negative Aspekte hatte. Also ich bin der Meinung, dass es für das Unternehmen nicht unbedingt sinnvoll ist, wenn jeder Mitarbeiter direkt eine Trophäe verdient bekommt, nur weil er fähig ist, den Kopierer zu bedienen. Aber ja, wie auch immer, ich muss jetzt wieder los. Naja. Bis später. Dann mach's gut. Wie ihr merkt, wird das Feedback je nach Generation unterschiedlich angenommen. Daher muss der Feedbackgeber einen Weg finden, wie er Mitarbeiter unterschiedlicher Generationen am besten beurteilt. Die Generation Z ist für negatives Feedback nicht offen und kann auch nichts damit anfangen. Positives Feedback sollte sie aber auch nicht überbewerten. Denn wenn es nur diese Art des Feedbacks geben würde, würden sich die anderen Generationen darauf einstellen und die Chefs kein konstruktiv-kritisches Feedback mehr geben.